Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht Nachwuchs. Auch das Revier Mansfeld-Südharz. So gibt die Polizeidienststelle in Eisleben jedes Jahr zum Girls Day, dem sogenannten Zukunftstag, zahlreichen Interessierten die Möglichkeit, einmal in die Arbeit der Polizei hineinzuschnuppern. 57 Mädchen und Jungen aus dem ganzen Landkreis waren 2022 dabei. Zusätzlich nutzten ambitionierte Schülerinnen und Schüler des Luther-Gymnasiums, das sich gleich in der Nähe befindet, den Zukunftstag, um sich zu Ausbildungs- und Studienangeboten der Polizei zu informieren. In einem Stationsbetrieb wurden die verschiedenen Einsatzgebiete des Polizeibeamten erklärt und mit praktischen Übungen unterlegt. So zum Beispiel am Geschwindigkeitsmessgerät, das direkt vor der Polizeiliegenschaft in Eisleben zum Einsatz kam. Auf großes Interesse stießen auch die Erläuterungen eines Beamten der Lkw-Kontrollgruppe, die auf die Einhaltung der Vorschriften im Schwerlast-, Gefahrgut- und gewerblichen Personenverkehr aufpassen muss. Doch es gab noch mehr zu entdecken, wie Polizeisprecherin Steffi Schwan, die auch maßgeblich an der Organisation des Zukunftstages beteiligt war, zu berichten wusste. Wir sind mit einer Verkehrsunfallaufnahme vertreten. Da lernen die Schüler auch diese Arbeit kennen, wie die Kollegen halt Verkehrsunfälle am Verkehrsunfallort aufnehmen. Wir haben zwei Stationen Kriminaltechnik, Kriminaltatortarbeit. Die ist natürlich sehr beliebt bei den Schülern, weil sie auch hier selber Spuren sichern dürfen. Die Schüler lernen unsere Einsatzmittel kennen und natürlich werfen sie da auch mal einen Blick auf unsere Dienstwaffen, die wir hier ausstellen. Und wir machen ganz intensiv Berufswerbung, weil wir sind daran interessiert, dass wir natürlich geeigneten und interessierten Nachwuchs bekommen. Ebenfalls beliebt bei den jungen Gästen des Polizeireviers war ein Glücksrad, bei dem es darum ging, Verkehrszeichen und ihre Bedeutung zu kennen. Für die richtige Antwort gab es sogar einen kleinen Preis. Du hast ja einfach. Vielleicht nicht überholen. Ja, was heißt nur vielleicht? Nicht überholen. Ja, Überholverbot. Ich krieg jetzt was. Nee, da brauchst du nicht drin. Du kannst dann die Knubbeltür anfassen. Das ist ein Bushaltestellenschild. Richtig. Oder aber auch für Straßenbahnen. Gibt es zwar hier bei uns in Mansfeld-Südharz nicht, aber es ist Haltestellen für Bus und Straßenbahn. Ein echtes Highlight für die Jugendlichen war eine Präsentation der Diensthund-Führeinheit Halle, die mit mehreren Hunden angereist war, die verschiedensten Spezialisierungen haben, zum Beispiel die Pferdenspürhunde, die klassischerweise, wie es der Name schon sagt, Pferden verfolgen. Beispiel ist die Oma, die aus dem Pflegeheim abgängig ist und einfach schnell gefunden werden muss, damit ihr nichts passiert. Da kommen diese Pferdenspürhunde zum Einsatz. Weiterhin halten wir vor Rauschgiftspürhunde. Auch die Name fast selbst erklären, dass bei Durchsuchungsmaßnahmen in Objekten die Hunde eingesetzt werden, um irgendwelche Depots an Rauschgift zu finden. Sprengstoffspürhunde spielen auch eine sehr große Rolle bei uns in der Diensthundeführereinheit. Die suchen klassischerweise Objekte ab, wo zum Beispiel Schutzpersonen, wie wenn mal der Bundeskanzler zu Besuch kommt, der darf ja nicht einfach in so ein Gebäude rein, was nicht gesichert ist. Und da kommen diese Hunde zum Einsatz, um eventuell versteckte Sprengsätze zu finden. Aber auch bei Sportveranstaltungen werden diese Hunde eingesetzt. Mhm. Ja, da haben wir so den großen Spektrum und dann der Hunde, die wir klassischerweise haben, dann gibt es noch ein paar Spezialisierungsrichtungen. Da zum Beispiel den atypischen Personenspürhund. Das ist so die Besonderheit, das ist landläufig der Hund, der Mentrailer genannt wird in der umgangssprachlich. Die Besonderheit ist da, der sucht auch Pferden, aber der kann die wesentlich länger verfolgen, zum Beispiel über Wochen, Monate hinweg. Mit seiner feinen Nase, die er hat, das sind auch vorwiegend Jagdhunde, die wir da im Einsatz haben, beziehungsweise einen, den wir in der Behörde vorhalten. Also das ist die Besonderheit. Die Pferdenhunde, Rauschgiftspürhunde und auch die Sprengstoffspürhunde sind andere Hunderassen. Da wird vorwiegend auf die belgischen Schäferhunde und auch auf die deutschen Schäferhunde zurückgegriffen, weil die auch von der Nasenleistung auch gut sind, aber auch in den Schutzdienst eingesetzt werden können. Das ist das klassischerweise, was die Leute sehen, wenn ein Hund jemanden hinterherläuft und den stellt, auf die Flucht verhindert oder auch in Objekten reingeschickt wird, um irgendwelche unbekannten Täter Verdächtigen zu stellen. Das ist das, was wir leisten können. Zunächst stellte Polizeioberkommissar Müller die Hunde und ihre Herrchen dem Publikum vor. Zu vierbeinigen Polizisten werden dabei bevorzugt belgische oder deutsche Schäferhunde ausgebildet, die kräftig und schnell sind.
Die Hunde brauchen außerdem einen absoluten Gehorsam und eine gewisse Schärfe, damit sie in Situationen, zum Beispiel wenn geschossen wird oder sie selbst in Gefahr geraten, bestehen können. Das Alter der in Eisleben vorgestellten Hunde lag zwischen 8 Monaten und 8 Jahren. Das heißt, sie waren teilweise schon recht erfahren und sollten nun zeigen, was sie können. So, jetzt kommen die Kommandos vom Hundeführer wieder. Halten Sie sich ruhig. Langsam vom Hund. Na! Langsam vom Hund. Ihr seht, der Hund beißt ganz gerne, der versucht es natürlich auch weiter. Aber er steht in den Gehorsam und hört dann letztendlich auf den Kommandos. Eben die Arme hoch. Keine Ahnung. Die Durchsuchung hat stattgefunden, jetzt muss er zur Dienststelle verbracht werden. Das nennt sich jetzt ganz normal Transport und die Aufmerksamkeit des Hundes bleibt natürlich bei den polizeilichen Gegenüber. Treten Sie vom Hund zurück. Transportieren Sie. So, der erneute Angriff wird vereitelt durch den Diensthund. Halt mich ruhig! Und jetzt soll er wieder trennen. Aus! Platz! Treten Sie vom Hund zurück. Transportieren Sie zu dem Kollegen. Wie gut zu sehen ist, blieb der Hund bis zur Übergabe an den Kollegen hochkonzentriert und voll fixiert auf den Täter. Dieser hatte während der Flucht seine Waffe ins Gebüsch geworfen. Die nun von einem noch in Ausbildung befindlichen Sprengstoffspürhund, geführt vom Polizeihauptmeister Schwarz, gefunden werden sollte. Zunächst lief er etwas unsicher hin und her, um dann zielsicher im Gebüsch zu verschwinden, wo die Waffe tatsächlich lag. Um die sogenannte Anzeige des Tieres für alle noch einmal zu demonstrieren, wurde die Pistole erneut weggeworfen. Das Kommando und das Klicken, die Bestätigung, und ihr seht das Spielzeug als Bestätigung. Toll gemacht, das hast du gut gemacht. So wollen wir arbeiten. Danke an Herrn Schwarz und seinen Diensthund Arim. Nach einigen weiteren Vorführungen war am Ende auch der Einsatz eines Rauschgiftspürhundes, der auch Banknoten finden kann. Nachdem einige Geldscheine, also spezielle von der Notenbank für solche Übungszwecke zur Verfügung gestellten, in einer Dose versteckt wurden, musste der Hund diese dann unter insgesamt 9 gleichen Dosen herausfinden. Für den Hund war das kein Problem. Das geht auch recht zügig, ja, weil die genau wissen. Und wenn er das gelernt hat, also in der Anbahnung für einen jungen Hund. Am Ende bedankte sich Axel Müller bei den jungen Leuten für die Aufmerksamkeit und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, den einen oder anderen vielleicht später in der Ausbildung wiederzusehen.